Glarner Ziegerhörerli. Hallo zusammen, heute machen wir wieder etwas mit dem ältest lizenzierten Produkt von der Schweiz. Das zwar mit Glarner Schabziger. Wir machen zusammen Glarner Ziegerhörerli, also Glarner Ziegerhörnli. Ich liebe es, ich darf es allerdings nur machen, wenn die Frau nicht daheim ist und dann muss ich auch gut lüften. Ich mache es nicht ganz original, ich tue ein bisschen mehr Ziger rein. Da kann jeder selber ein bisschen ausprobieren, wie er es am liebsten hat. Ich nehme 90 Gramm Hörnli, dann 20 Gramm Schabziger, schön gerieben, 15 Gramm Sprienz, 100 Milliliter Rahm. Ich nehme Vollrahm, man kann auch Halbrahm nehmen. Zum Würzen nehme ich ein bisschen Schiesspulver vom Bünzli. Kann man auch nur mit Pfeffer machen, wenn man will. Dann kommt eigentlich ein Spritz Tabasco rein. Ich nehme jetzt hier Chili Gonfi vom Bünzli, weil Tabasco ist nicht so mein Fall. Ein bisschen Muskatnuss. Und statt Zwiebeln Schweizi tue ich Krüsi Müsi scharfer Peter drüber. Von Bünzli Gewürz. Die haben richtig ein bisschen Biss. Die Hörnli kochen wir nach Packungsangaben kochen. Wenn die Hörnli fast lind sind, tun wir den Rahm, den Ziger und den Sprienz in eine Pfanne. Unser Rahmkäsegemisch bringen wir jetzt zum Kochen und tun es nachher unter ständigem Rühren bei mittlerer Hitze etwa 3 Minuten köcheln. Dann tun wir es ein bisschen mit Schiesspulver oder Pfeffer. Ein bisschen Muskatnuss. Und in meinem Fall jetzt ein bisschen Chili Gonfi. Oder eben Tabasco, wer gerne Tabasco hat. Würzen. Dann geben wir die Hörnli dazu. Und machen alles gut untereinander. Ich tue jetzt noch ein bisschen Krüsi Müsi scharfe Peter Röstzwiebeln drauf. Alternativ kann man natürlich auch eine Zwiebelschweizi machen. Sehr gut dazu passt natürlich ein Äpfelmus oder Äpfelschnitzli. Wie gesagt, ich habe noch eine Bratwurst separat auf dem Grill. Und fertig wären unsere Glarner Ziegerhörli. Ich wünsche einen guten zusammen.